So, und da sind wir wieder bei Let's Test oder wahlweise auch Let's Play. Aura Kingdom, ich sehe gerade, dass ich keinen Sound habe. Moment, ich muss mal schnell was umstöpseln. Professionalität, ihr kennt das Spiel. So, da wären wir. Also, leider hat Fraps die sehr, sehr geil gemachte Intro-Sequenz nicht aufgenommen. Uns hat gerade, also es geht darum, wir haben den ganzen Scheiß auch anscheinend nur geträumt. Wir sehen es auch nochmal hier. Unite Me Left und ich habe vergessen, meine Pflichten hier in diesem kleinen Dörfchen nachzugehen, die da wären, Sachen auszuliefern. Und genau da hat uns gerade so ein Wachposten angelabert und meinte, wir sollen schnellstmöglichst hier zu Shyla gehen. Denn Shyla ist anscheinend unser Chef. Das heißt, wir gehen einfach mal dahin. Das Ganze geht hier per Autofollow. Naja. Whatever. Have you forgot your promise already? Sie lächelt freundlich. So, und wir vergessen jetzt nicht hier complete, immer schön klicken. Ist nämlich ganz wichtig. So, sie vergibt uns, das ist schon mal schön. Weil wir haben anscheinend, wie gesagt, einen Tagtraum gehabt und sind da unseren Pflichten nicht nachgekommen. Please help me deliver the... Also wir sollen was ausliefern in der... in dem kleinen Dörfchen hier. Ich glaube, wir sind hier so ein Botenmädchen oder so. Und, sie gibt uns jetzt gerade irgendwas, was wir ausliefern können. Das Ganze machen wir natürlich und immer schön auf Ja machen wir drücken. Und, ja, ab jetzt wird das Ganze wieder geführt. Also wir müssen hier momentan wirklich nicht sehr viel tun. Wir können uns hier nochmal ein bisschen die Umgebung angucken, sind aber auch schon bei Anita angekommen. Und, so you're helping lady, Shyla's delivery good today, I suppose you are indeed, bla bla bla, good work, ja. So, wir liefern hier anscheinend irgendeinen Crap aus und, bekommen hoffentlich ein bisschen Geld dafür. So, da haben wir das Häkchen drin, so muss es sein, das heißt, wir gehen hier direkt mal weiter. Ich würde mich dafür interessieren, meine Waffen wieder einzustecken. Ich hab Armor gelesen, da werde ich immer direkt schwach. Hab Verständnis für die Verzögerung. Ich lese also immer ein bisschen mit. So, okay. Gut, hier sind wir auch fertig. Das heißt, wir nehmen hier den nächsten und es geht wieder weiter automatisch. Going naked? Nee, naked weiß ich nicht, lieber nicht. Anita was right. Okay, ich soll Shops angucken, wenn ich Ausrüstung brauche. Ja, das versteht sich fast schon von selbst. Damit wären wir durch und müssen jetzt quasi unsere Quest hier noch wegbringen. Was ich sagen wollte, die Grafik erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy, das mit dem Steiner und der Prinzessin Lily oder wie sie auch immer hieß. Nicht Lily Fee, irgendwas mit. Ist auch scheißegal. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. So, wir sind durch. Jo, ich habe alles ausgeliefert. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob ich Joel gesehen habe oder Joel. Ich weiß es nicht. So, wir kriegen ein bisschen XP und ein bisschen Geld. Na, okay, super. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist. Er kann nicht so weit gegangen sein. Also, wir zählen mal eins zu eins zusammen. Ich soll wahrscheinlich einen Joel suchen. Klö, warum nicht, wenn wir sowieso wieder hier manuell nicht laufen müssen. Ist das ja überhaupt kein Step. Das Problem bei sowas ist halt immer, dass man die Stadt nicht wirklich gut kennenlernt. Weil man immer geführt wird halt. Und dann verläuft man sich im... Moment. Stopp. Das Anfängerkostüm von denen sieht ja auch irgendwie gut aus. Also gefällt mir so ganz spontan. Aber wir gehen weiter auf Mission.
wenn ich das richtig verstanden habe, finden wir jetzt den Joel, weil der ist ja länger nicht mehr aufgetaucht hier in diesem kleinen schönen Städtchen und York. Gut, wahrscheinlich der Vater oder sowas, ne? I must report to you as your village chief is using the... Das ist schön. Keine Ahnung, wovon er redet. Sorry. Okay. Die Monsterpopulation, ist das richtig eigentlich? Ist, glaube ich, krasser geworden. Where's my wife? Keine Ahnung, warum sucht ihr denn alle Leute? So, ich bin hier leider total raus. Ich bräuchte jetzt länger, um das zu verstehen. Aber momentan werden wir sowieso nur geführt. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. Nebenbei habe ich hier noch ein paar kleine Grafikruckler drin. Das liegt aber daran, dass ich nebenbei noch eine Rendering aufhabe. Also sollte gleich eigentlich weg sein. Und die Internetverbindung scheint stabil zu sein. Was ja schon mal ganz gut ist für die Open Beta eigentlich. So, wir schauen mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Raus aus der Stadt ist schon mal gut. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier unsere Waffen draußen haben. Oh, hier wird auch schon fleißig gemetzelt. Ah ja, perfekt. Oh, jetzt fängt es aber leider ein bisschen an zu laggen hier. Eventuell muss ich nochmal gleich einen kleinen Cut machen und erstmal warten, bis der Render durch ist. So. Kleinen Moment. Da wären wir auch schon wieder. Wir haben gerade ein Level Up geschafft. Wir sind mittlerweile Level 2 und haben jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Bunnyhop zu defeaten. Nehmen wir doch erstmal den hier und dann greifen wir mal einfach fröhlich an, wobei der sich jetzt ein bisschen versteckt hier in den... Ja, es war mir fast klar. Naja, komm, wir nehmen ein anderes. Ist ja nicht schlimm. Wie wär's denn mit dir? Du bist gerade frei, also nichts wie drauf. Hallo? Ja, das geht relativ einfach. Leave Combat? Nein, ich will nicht. Achso, Leaving Combat heißt wahrscheinlich, ich habe gerade nichts anderes zu tun. So, das hier sind also die normalen Schläge. Die kommen einfach so. Ich könnte jetzt nochmal den hier machen. Hat leider verfehlt. Aber sah zumindest nämlich cool aus. Komm, wir gehen mal direkt hier drauf. Nee, nee, immer weiter ran. Ich muss noch mit der Steuerung ein bisschen kämpfen. So, du bist der Nächste, mein kleiner Bunnyhop. Hier wird nicht mehr rumgehüpft. Ich verstehe gar nicht, was die gegen die Dinger haben. Ich meine, die tun doch nichts. Die stehen da halt rum, ne? Die greifen doch nicht an. Aber, naja, das ist nicht mein Problem. Wir tun, was uns gesagt wird und verprügeln Bunnyhops. Die jetzt nebenbei gerade kaputt sind. 4 von 4 müssen wir. Jetzt gehen wir mal zu den etwas härteren. Gott sei Dank wird uns gezeigt, wo die sind. Na, ob ich da durchkomme? Ah, da sind sie schon. Geht das Ganze in Rot, eventuell ein bisschen krasser. Schauen wir mal. Oh, oh, oh. Sehe ich da eine AOE? Oh, Gott sei Dank, hat nicht geklappt. Gut. Dann bist du jetzt dran, mein Guter. Ja, ich glaube, der probiert eine AOE rauszumachen. Deshalb dieses rote, flächendeckende Ding. Warum? Was? Du liebst jemanden? Komm, zeig dich mal. Du bist eigentlich ganz süß. Na, geht so. So, das dürfte der letzte gewesen sein. Und dann können wir direkt die Quest abgeben. Dann bin ich mal gespannt. So, guck mal, hier nebenbei unsere XP-Anzeige. Wir sind schon bald wieder durch. Ist eigentlich ganz geil. Also am Anfang scheint das noch relativ schnell zu gehen. Hast du sonst irgendwas für uns? Na... Jetzt scheint es eine Suchaufgabe zu werden. Okay, es geht hier wahrscheinlich irgendwie ums Abgrasen. Okay, wir finden jetzt gerade irgendein paar Sachen. Okay. Können wir es nochmal machen? Nee, es geht immer nur einmal. Oder? Oder? Nee, das sind die. Guck mal, hier schläft jemand. Hm. Naja. Gehen wir einfach mal, wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Okay, ich habe sie auf jeden Fall noch da. Auch wenn ich sie hier momentan nicht sehe.
Wird wahrscheinlich von der Animation geblockt worden sein gerade, von dieser Aufhebeanimation. Okay, wir sind damit auch fertig. Also wie gesagt, das sind jetzt erstmal nur diese ganzen Basic-Dinger. Das ist jetzt noch nicht so anspruchsvoll. Aber wir können uns ja mal an der echt wirklich hübsch gestalteten Umgebung ergötzen, während wir hier mal wieder ein bisschen XP sammeln. Und auch so gut wie fertig sind. Ah, wir haben schon ein nächstes Level. Und was haben wir noch bekommen? Weiß ich jetzt noch nicht. Egal. Wir schauen uns einfach mal durch. Hast du sonst irgendwas für uns? Egal, was es ist, wir machen es auf jeden Fall. Ein Hammer-Symbol. Okay. Aber jetzt erstmal, wir haben... Okay, wir haben den Hammer im... Ich hätte mir vielleicht durchlesen sollen, was genau wir tun. Wir haben einen Hammer jetzt im Inventory. Cannot trade, okay. Ist wahrscheinlich so ein... Right-click to use? Nee, warte mal. Bevor wir das erstmal machen, machen wir hier weiter. Oh. Hier kann ich mir neue Skills aussuchen, so wie es scheint. Was ist denn, wenn ich hier drauf klickere? Nix. Oh. Was? Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich hier tue. Muscle Up hört sich da eigentlich ganz gut an. Aber ich bin jetzt im ersten Level Up, kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn wir dazu kommen, bin ich auf Attack Speed gegangen, deshalb wäre das wahrscheinlich besser. Komm, wir machen erstmal... Was? Da wollte ich gar nicht hin. Erstmal weg damit. So, wir können hier wieder aussuchen. Gehen wir auf Damage, gehen wir auf Critical Hits oder gehen wir auf Speed? Ich war jetzt erstmal auf Speed und ich würde jetzt auch einfach mal weiter fortsetzen. Erstmal, ich hoffe, dass das okay ist. Weil ich finde, so ein Duelist oder halt Assassin, der sollte auf jeden Fall ein bisschen Speed haben. Ein bisschen Attack Speed, ansonsten, weiß ich nicht, ist das ein bisschen komisch. So, jetzt nochmal hier. Was haben wir hier? Battle Tactics. We're fighting monsters. Plus 1 Damage. Maximum HP. Oh. Plus 2% XP. Auch nicht schlecht. Critical, aber ich habe immer das Problem, es ist zwar eine schöne Sache, aber nützt uns im Endlevel leider nichts, ne? Also ich würde einfach mal erstmal auf eine neue Crit Rate gehen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir machen das so. Okay. Dann sind wir durch hier soweit. Dann. Use the hammer, can, bla bla bla, lazy sleeping. Okay, ich soll das Ding nutzen, um irgendwelche Sleeping-Dinger... Okay. Was? Was? Ja, so geht's natürlich auch. Oh. Ja. Ihr persönlicher Weckruf. Batz! Ja. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So, komm. Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie? Ich bin der Weckruf. Batz! Ja. Das passiert, wenn man auf Patrouille einschläft, mein Guter. So, wir sind durch. Dann sagen wir mal, dass wir unsere Mission erfolgreich mit Kopfschmerzen inklusive geschafft haben. Ja, hier ehrt auch schon direkt hier im Verband um. Besser ist das. Naja. Wir sind schon bald wieder im nächsten Level. Also das XP-Speed hier gefällt mir total gut gerade. So, gib mir mehr Aufgaben. Egal was, ich mach das. Ich bin deine Schlampe. Was? Ich hab gerade... Oh, was ist passiert? What happened? I'm so dizzy. Warum?